von mir. Was habe ich in den letzten 20 Jahren verloren und was habe ich gewonnen? Ich will euch gar nicht im Einzelnen aufzählen, was wir alles verloren haben. Den mittleren Schlossgarten mit seinen wunderschönen alten Bäumen und seiner herrlichen Atmosphäre und. Was mir aber eines vom Schlimmsten ist, dass ich den Glauben an die Gewaltenteilung in diesem Lande verloren habe. An eine... Judikative und Presse. Früher habe ich das Gefühl gehabt, gut informiert zu sein, wenn ich die Nachrichten im Fernsehen, Radio und Zeitungen verfolgt habe. Gewonnen habe ich eine tiefe Wertschätzung für unseren gemeinsamen Protest. Ein unglaubliches Durchhaltevermögen habe ich kennengelernt bei euch und Ihnen und bei all den verschiedenen aktiven Gruppen, die ihr alle kennt. Und immer wieder ermutigen mich persönliche neue Aktionen, wie zum Beispiel die Aufklärung über das Stadtbahnchaos, die Bürgerbegehren und jetzt auch diese Kopfmachen-Konferenz. Gewonnen habe ich die Einsicht, dass der Lobbyismus als fünfte Gewalt sehr mächtig ist. Auch ein besseres Gespür für Manipulationen durch Politiker, Lobbyisten und Medien, für den gängig gewordenen Kampagnenjournalismus und die Nähe vieler Medien zu den reichen Leuten und deren Interessen. Früher dachte ich, es sei wichtig, wer an der Regierung ist. Jetzt weiß ich, wie wichtig gute Oppositionsarbeit in unseren Parlamenten und auf der Straße ist. Und durch die Ereignisse der letzten Jahre können wir jetzt, wie Christine Preyon so zutreffend sagte, Zusammenhänge sogar da erkennen, wo welche sind. Kleiner Tipp am Rande, heute Abend ab 20 Uhr auf unserer Kulturveranstaltung hier im Sitzungssaal ist auch Christine Preyon mit ihrem Programm und auch eben Ego 2, die wir gehört haben, mit einem extra speziell für heute vorbereiteten Programm. Und jetzt spricht zu uns Volker Lösch. Den Konferenzteilnehmern kurz. Von 2005 bis 2013 war er Regisseur und Mitglied der künstlerischen Leitung am Schauspiel Stuttgart. Seit 2010 unterstützte er uns im Protest gegen Stuttgart 21 und im Juli 2010 regte er gemeinsam mit dem Schauspieler Walter Sittler den Stuttgarter Schwabenstreich an. Eine Minute Krach mit allem, was laut ist. Volker Lösch.